So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Das gute Zeichen. Frauke nickt, Frauke winkt, Frauke macht Daumen hoch. Ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Ja, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Burkhard und mit mir zusammen am Start einige Menschen, die ja eine gute Zeit zuletzt hatten und in Zukunft haben werden. Denn ja, die Frage ist, wann hattest du zuletzt eine Jifu? Jifu kommt aus dem Chinesischen und heißt so viel wie eine gute Zeit haben. Und da werden wir uns heute einfach mal mit beschäftigen. Vielleicht bist du eingeladen worden mit den Worten, ja, zukünftig durch das Verschenken von Rabatten Geld zu verdienen oder einfach zukünftig gegenüber Expedia, Booking.com und einigen anderen Reiseplattformen bis zu 35% oder sogar bis zu 70-80% zu sparen. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Gucken wir uns also einfach mal ganz genau an das Programm für die etwa nächsten 25 bis 30 Minuten. Zum einen wird es darum gehen, wie du mega Rabatte beim Reisen dir sichern kannst. Wir werden darüber sprechen, wie du vielleicht sogar kostenlos reisen kannst oder auch, wie du reisen kannst und auch noch Geld verdienen kannst. Aber zunächst schauen wir uns doch mal eine Umfrage an. Und zwar gab es eine repräsentative Umfrage, die dort so ja gestellt wurde. Was steht denn auf deinem Wunschzettel an allererster Stelle, wenn du so komplett dein ganzes Leben betrachtest? Und das Thema, was hier als Nummer eins Antwort rauskam, war der ganz klare Sieger, nämlich die Weltreise. Ja, wer würde denn nicht gerne mal wirklich eine Weltreise machen, ohne auf das Geld zu gucken, ohne auf die Zeit zu gucken? Weißt du, es gibt da draußen so viel zu entdecken. Und ich denke, überall auf der Welt reisen Menschen gerne. Ich habe mal ein paar Zahlen aus Deutschland mitgebracht. In 2018 haben die Deutschen sage und schreibe 1,7 Milliarden Tage Urlaub gemacht. Eine unvorstellbar große Zahl. Dabei haben sie 68 Milliarden Euro für ihren Urlaub ausgegeben und unglaubliche 29 Milliarden Euro wurden online ausgegeben. Ich selber bin gelernter Hotelfachmann, habe eine Ausbildung im klassischen Sinne gemacht, habe danach das ja, mittlere Management im Hotelbereich erreichen können und ich weiß, wo man in der Tourismusbranche die größten Nachlässe, die größten Ersparnisse erzielen kann. Und dazu zählt tatsächlich das Hotel. Ich selber habe in Hannover viele Jahre gearbeitet und weiß ganz genau, was im Sommer in einer Stadt los ist, die touristisch nicht so viel zu bieten hat. Ja, es gibt keinen Strand, es gibt keine Wettergarantie und so viel Sehenswürdigkeiten gibt's da auch nicht. Also war für mich damals als stellvertretender Direktor die große Herausforderung, wie schaffe ich es, im Sommer doch die Hotelzimmer zu belegen, anstatt sie leer stehen zu lassen. Und da musste man eben ein bisschen improvisieren, jeder Hoteldirektor wusste oder weiß ganz genau, was kostet mich ein Zimmer und ist es mir lieber, dieses Zimmer leer stehen zu lassen oder die Fixkosten, die ich so oder so habe, zu decken. Also ist man dazu hingegangen und hat gesagt, okay, bevor ich Leerstand habe, mache ich doch lieber, zack, riesige Rabatte da drauf, um so möglicherweise doch den Standort interessant zu machen und die Hotelzimmer zu belegen. Aber nicht nur im Hotelbereich gibt es eben solche Arrangements, die man finden kann, auch bei Gruppenreisen oder auch bei Autovermietungen. Ja, versuch mal in Hannover zur Cebit-Messe einen Mietwagen zu bekommen. Entweder ist es unmöglich oder unerschwinglich. Wenn du aber Monate wählst, wo die Menschen keine Mietwagen brauchen, weil sie im Urlaub sind, dann versuchen die Mietwagenunternehmen auch da mit größeren Rabatten ihre Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen, anstatt sie stehen zu lassen. Ähnlich ist es bei Kreuzfahrten. Und den niedrigsten Nachlass, ja, den gibt's bei Fluggesellschaften, weil die Fluggesellschaften es immer schon geschafft haben, ganz hervorragend ihre Kontingente im Flugzeug frühzeitig zu belegen. Und wenn tatsächlich mal eine Strecke gar nicht gebucht wird, dann wird sie kurzerhand gecancelt und die paar Fluggäste werden auf einen anderen Flug umgebucht. Frage an dich, hast du schon mal so einen richtigen Traumurlaub gemacht? Also wirklich so, wo du gesagt hast, okay, ich muss im Reisekatalog gar nicht so auf den Preis gucken, sondern ich gucke mir mal das Hotel aus, wo ich Bock drauf habe oder lass mich mal inspirieren von einem schönen 5-Sterne-Hotel, was ich vielleicht zu einem 4-Sterne- oder sogar 3-Sterne-Preis bekomme. Wäre doch ziemlich genial, mal zu erfahren, wie sowas funktioniert, oder? Und da gucken wir uns das heute mal an, nämlich mit unserem ersten Schritt, wie man beim Reisen hier mit Jifu, so heißt nämlich unsere Reiseplattform, so heißt unser Reiseclub, tatsächlich mega Rabatte generieren kann.
Schau, vielleicht gehörst du zu denjenigen, die einfach eingeladen wurden, mit einem sogenannten Buddy Pass mal die Plattform kennenzulernen. Da komme ich aber später noch dazu, wie man diesen Buddy Pass nutzen kann. In erster Linie möchte ich dir einmal kurz einen kleinen Einblick in die Plattform zeigen. Und hier schauen wir gerade direkt mal auf einen Screenshot von eben einer Reisesuche, die ich hier vor ein paar Tagen gemacht habe. Hier geht es jetzt mal, und ich zoome das mal ein bisschen raus mit meinen Screenshots hier, um eine Reise nach Dubai Ende Mai für eine Woche. Und jetzt schau mal nur mal ganz rechts, was dort an Einsparpotenzial steht. Dort steht, normalerweise kostet dieses Holiday Inn Express Dubai 327 Euro für eine Woche. In dem besagten Zeitraum bietet aber genau dieses Hotel, weil sie nicht ganz ausgelastet sind, einen Nachlass den Jifu-Mitgliedern an in Höhe von 51%, sodass die Einsparungen 167 Euro betragen und du nur 160 Euro für eine Woche in Dubai hier für dieses Hotel bezahlen müsstest. Oder schauen wir mal da drunter, das Sofitel Dubai The Palm Luxury Apartment. Ein 5-Sterne-Apartment kostet normalerweise für eine Woche 1.458 Euro. Einsparung für diesen Zeitraum 46% gegenüber Plattformen wie Expedia, Booking.com oder Travelocity, um nur einige zu nennen. Ja, und mit dem Einsparungspotenzial hier von Jifu als Jifu-Member brauchst du für diese eine Woche, für dieses 5-Sterne-Hotel nur noch 791 Euro bezahlen. Ein fantastisches Angebot, wie ich finde. Oder gucken wir uns mal ein zweites Reiseangebot an für die gleiche Woche, Paris. Paris habe ich hier mal rausgesucht, ein sehr exklusives 3-Sterne-Haus. Das Komforthotel Paris Lafayette kostet normalerweise für eine Woche unglaubliche 6.900 Euro. Als Jifu-Member sparst du auf diesen offiziellen Expedia-Preis unglaubliche 76%. Das heißt, du zahlst für dieses tolle Hotel lediglich 1.638 Euro für eine Woche. Oder darunter das Bed and Breakfast Hotel im Disneyland, ja, kostet normalerweise 1.493 Euro. Mit Jifu als Travel Member zahlst du lediglich 742 Euro für eine Woche. Also wie ich finde, ganz fantastische Angebote, aber als Reisemitglied bei Jifu bekommst du eben nicht nur tolle Rabatte und unbegrenzte Möglichkeiten, also unlimitierte Möglichkeiten, hier Buchungen durchzuführen, von den Hotelpreisen, die es hier als Großhandelspreise gibt. Du kannst hier buchen Hotels, du kannst Flüge buchen, du kannst Kreuzfahrten buchen, Restaurants, Golfreisen, einkaufen und so viel mehr. Ja, einkaufen. Es gibt einen Teil der Plattform, die eben für die Member, für die Mitglieder vorbehalten ist, wo du wirklich gucken kannst, okay, gibt's da vielleicht, keine Ahnung, beim Einkaufen für neue Druckerpatronen gerade ein schönes Angebot? Oder gibt es dort, was weiß ich, also es gibt so viele unterschiedliche Online-Plattformen, die hier Nachlässe anbieten, die wirklich fantastisch sind und dir einen Cashback bieten, der seinesgleichen sucht. Beim Reisen möchte ich ganz besonders nochmal auf die 110% Niedrigpreisgarantie hinweisen. Auf alle Übernachtungsmöglichkeiten, die bei Jifu Travel auf der Jifu-Plattform angeboten werden, kannst du innerhalb von 24 Stunden, wenn du einen Preis günstiger als den findest, den du gebucht hast, Jifu melden und bekommst die Differenz plus 10% erstattet. Ein Beispiel. Du hast ein Hotel gebucht für 1.000 Euro, findest es jetzt bei Booking.com für 900 Euro. Kein Problem. Eine E-Mail mit einem Screenshot mit dem Link an Jifu gesendet und die 100 Euro werden dir erstattet plus 10% nochmal on top, nochmal 10 Euro extra. Das heißt, du hast kein Risiko und hast sogar noch Geld zusätzlich verdient. Ja, und für dich als Reisemitglied gibt es, wenn du eben nicht im Baukastenprinzip deine Reisen selber zusammenstellen möchtest, sogar einen Concierge-Service. Was ist das? Das ist ein Service, den kannst du in Anspruch nehmen und sagen, ich möchte dann dorthin mit dem Flugzeug möglichst früh los, möglichst spät zurück. Ich brauche die und die Verpflegung dabei. Ich möchte vielleicht noch einen Ausflug machen. Ich möchte ein bestimmtes Restaurant besuchen. Wenn diese Dinge bei Jifu angeboten werden, die du brauchst, stellt dieser Concierge-Service das für dich kostenlos zusammen und du kannst es dann buchen, genau zu den Konditionen, zu denen es auf der Plattform angeboten wird. Also auch das ein super Service, den hier Jifu anbietet.
Ja, Vorteil für dich als GIFU-Partner, du kannst nicht nur alleine partizipieren von diesen fantastischen Preisen, sondern du kannst auch andere Menschen einladen, die Plattform kostenlos kennenzulernen mit den sogenannten Buddy Passes. Du bekommst die Möglichkeit, 5 Menschen pro Monat einzuladen, die Plattform kennenzulernen. Okay, sie können kostenlos nicht das ganze Spektrum nutzen und bekommen auch nur die Hälfte des Nachlasses. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, anderen von einer neuen Buchungsmöglichkeit in der Reisebranche, in der Tourismusindustrie, das bekannt zu machen, anderen davon zu erzählen. Du kannst dadurch, dass die Menschen nun selber mit ihren Buddy Passes Reisen buchen, Punkte sammeln. Das heißt, wenn jemand ein Hotel bucht, ja, und wir bleiben gerne mal bei dem Beispiel, du hast eine Reise gebucht, die dich 900 kostet, dann würde der andere Partner vielleicht jetzt nicht 900 bezahlen, also der Mensch, den du eingeladen hast, sondern er würde nicht 900 bezahlen müssen, sondern 1400, hätte aber 500 Euro gespart. Dann würdest du das, was er gespart hat, an Punkten im Gegenwert Euro beziehungsweise Dollar gutgeschrieben bekommen in Reisepunkten. Das heißt, du hast Reisepunkte im Wert von 500 Dollar und kannst die einsetzen für deine zukünftigen Reisen oder für alles, was auf der Reiseplattform angeboten wird. Ich werde da später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, nochmal mit Beispielen, dass du das noch ein bisschen genauer nachvollziehen kannst. Fakt ist eins, du kannst als Travel Member nichts falsch machen. Du kannst die Plattform 7 Tage ohne Risiko testen. Du schließt eine Mitgliedschaft ab und innerhalb von 7 Tagen kannst du ohne Angabe von Gründen eine E-Mail schreiben, deinen Account kündigen, bekommst dein Geld zurück und alles ist fein. Was kostet das Ganze jetzt? Die exklusive Reisemitgliedschaft kostet einmalig 50 Dollar Anmeldegebühr und danach eine monatliche Mitgliedsgebühr in Höhe von 25 Dollar. Du bekommst, wie gesagt, 5 Möglichkeiten, anderen Menschen von GIFU nicht nur zu erzählen, sondern sie auch einzuladen, kostenlos die Plattform auszuprobieren und kannst damit auch Reisepunkte sammeln, die du in bares Geld umwandeln kannst, beziehungsweise damit kostenlos reisen kannst. Denn das ist unser nächstes Thema. Reise doch einfach gratis, indem du riesige Rabatte verschenkst. Schau. Ich habe gerade gesagt, du bekommst im Monat als Travel Member 5 Buddy Passes. 5 Menschen kannst du einladen, die die Plattform kostenlos kennenlernen. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus Las Vegas. Es gibt hier ein Hotel in Las Vegas, das kostet bei Priceline 1669 Euro, bei Expedia 1642 Dollar, Entschuldigung, nicht Euro. Bei GIFU kostet dieses Hotel wesentlich weniger, nämlich 831 Dollar. Du als Travel Member bezahlst 831 Dollar, hast also 831 Dollar beziehungsweise ein paar Dollar mehr gespart. Ein Interessent, der die gleiche Reise jetzt bucht, weil er von dir mit einem Buddy Pass eingeladen wurde, spart aber nur 415 Dollar. Sprich die Hälfte von dem, was du gespart hast. Die andere Hälfte bekommst du als Belohnung, dass du anderen Menschen davon erzählt hast. Ist das genial? Und diese 415 Dollar werden dir in Punkten gutgeschrieben und du kannst damit deinen nächsten Wochenendtrip bezahlen. Oder du kannst diese Punkte sammeln, weil, keine Ahnung, nächste Woche irgendjemand von deinen Freunden, Bekannten, Verwandten nach Florida ins Disneyland fährt und dort eben den GIFU-Rabatt, nicht wie du ihn bekommen würdest, in Höhe von 1195 in Anspruch nehmen kann, sondern 597 Dollar spart. Und wenn du mal rechnest, die Hälfte von 1195 sind 597,50. Das heißt, das, was diese Person gespart hat, bekommst du als Belohnung wieder in Punkten. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenrechnen, 415,50 Dollar plus 597, dann hast du schon über 1000 Dollar, die du in Punkten nutzen kannst, um zukünftige Reisen damit zu bezahlen. Ein geniales System. Und schauen wir uns mal die Preise im Vergleich an, dass du das auch mal siehst. Und du schaust hier auf eine Folie, die ist zwar relativ klein, ich zoome das auch gleich wieder ein bisschen raus, um es größer darzustellen, aber schau bitte auf der Folie einmal links oben, dort siehst du den GIFU-Schriftzug und davor einen bunten Vogel auf der linken Seite und auf der rechten Seite siehst du den GIFU-Schriftzug mit einem weißen Vogel. Das ist für uns das unveränderliche Kennzeichen. Links ist die Plattform für die Travel-Member, für die offiziellen Mitglieder und rechts ist die Plattform für die Buddy-Pass-Nutzer.
Das heißt, wir können ganz klar differenzieren, auf welcher Plattform befindet sich jetzt jemand gerade und was sieht er dort für Nachlässe. Und schauen wir uns das mal wieder im direkten Vergleich an mit dem Angebot, was ich vorhin schon gezeigt habe, aus Dubai. Du siehst jetzt oben wieder das bereits gesehene Angebot vom Holiday Inn Express Dubai. Oben wieder der Nachlass von 167 Euro, den du bekommen würdest, wenn du dieses Hotel buchst. Und beim unteren roten Pfeil siehst du nur noch etwa die Hälfte des Nachlasses, denn das ist der Nachlass, den ein Buddypass-Nutzer bekommen würde. Das heißt, hier in dem Beispiel wäre dein Verdienst, wenn jemand dieses Hotel bucht, 82 Euro. Das ist nicht die Welt. Aber es läppert sich und je mehr Buddypasses du verteilst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr Reisepunkte dazukommen, die du als Provision, als Belohnung bekommst. Und nochmal, du bekommst jeden Monat, solange du ein aktives Mitglied bist mit $25, jeden Monat bekommst du 5 Buddypasses dazu. Jeder Buddypass kann von dem Nutzer, der sich darauf registriert hat, 6 Monate unlimitiert benutzt werden. Das heißt, wenn er jedes Wochenende irgendwo verreisen möchte, dann kann er das ein halbes Jahr tun. Nach dem halben Jahr wird er sich sicherlich die Frage stellen, okay, geht da vielleicht noch mehr? Und dann könnte er ein Reisemitglied, ein Travel-Member werden wie du. Oder gucken wir uns das andere Angebot nochmal an. Ja, hier nochmal der Vergleich mit den Nachlässen auch für das teurere Hotel mit dem Sofitel. Oberer roter Pfeil, die 668 Euro, die du kennst aus der vorangegangenen Folie. Unten siehst du etwa die Hälfte des Nachlasses, 326 Euro. Also auch hier 326 Euro, die du als Belohnung bekommen würdest. Gucken wir uns das Beispiel nochmal wieder an. Paris, du siehst hier oben links bunter Vogel, rechts weißer Vogel. Auch hier die Angebote übereinander. Oben die 76% bei dem roten Pfeil, die du bekommen würdest. Und unten 38%, die ein Buddypass-Nutzer bekommt. 2614 Euro, die du als Belohnung zusätzlich bekommst dafür, dass derjenige, der den Buddypass nutzt, 2600 Euro gespart hat. Ein phänomenales System, was definitiv nirgendwo anders da draußen in gleicher Form existent ist. Oder schauen wir uns dann eben auch hier wieder das Beispiel an mit dem Bed and Breakfast Hotel, Paris, Disneyland, oben die 752, die du schon gesehen hast, unten die 369 Euro, die ein Buddypass-Nutzer sparen würde. Auch das wieder die Belohnung für dich. Wir könnten das Spiel so weiterspielen und ich könnte noch haufenweise Angebote zeigen. Die Datenbank von Gifu umfasst mittlerweile fast 1 Million Hotels, aus denen du wirklich voll aus dem Vollen schöpfen kannst. Bitte, wir sind keine Vergleichsplattform. Vielleicht findest du woanders mal ein günstigeres Hotel oder auch ein Hotel, was bei Gifu gelistet ist, aber woanders gerade einen anderen Angebotspreis hat. Gifu verspricht dir aber die 110% Preisgarantie. Das heißt, mir ist es doch egal, wo jemand anders einen besseren Preis sieht. Bucht er bei Gifu, bekommt er die Differenz und sogar noch 10% oben drauf. Das heißt, wenn du diese Bodypasses verschenkst, die werden eingelöst, wirst du für das Verschenken von Rabatten bezahlt. Von dem Gesamtpaket des Nachlasses, der zur Verfügung steht, bekommt der Bodypass-Nutzer eine Hälfte und die andere Hälfte bekommst du als Provision. Der Bodypass, kurzum, Rabatte teilen, Belohnungen erhalten. Ich kann dich nur herzlich einladen, ein Travel-Member zu werden. Du bekommst nochmal zusammengefasst 5 Buddypasses Monat für Monat, kannst mit den Buddypasses unbegrenzt Reisen buchen, beziehungsweise selber als Travel-Member unbegrenzt Reisen buchen. Du hast eine Niedrigpreisgarantie. Wenn du jetzt hier startest, hast du eine 7-tägige Geld-Zurück-Garantie. Ja, und danach geht es dann einmalig $50 Registrierungsgebühr und danach mit $25 im Monat weiter. Also, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte zukünftig auf meine Reisen richtig Geld sparen, dann werde jetzt Travel Member, werde jetzt ein Mitglied bei Gifu und fange an, auf deine zukünftigen Reisen direkt richtig viel Geld zu sparen. Wenn du jetzt aber sagst, Mensch, ich möchte verreisen, aber zusätzlich auch noch Geld verdienen, dann kann ich dir nur sagen, bleibe noch einen Moment bei diesem Webinar, bei unserem Meeting mit dabei. Denn jetzt kommen wir zu dem Teil für diejenigen von euch, die sich von zu Hause aus vielleicht ein kleines Einkommen nebenbei aufbauen wollen, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen wollen. Denn wir werden jetzt darüber sprechen, wie du reisen kannst und auch noch Geld verdienen kannst. Und dazu habe ich ein paar Fakten mitgebracht und die möchte ich mir gerne mit euch zusammen einmal anschauen. Schau, lass uns doch mal 3 Branchen miteinander vergleichen.
schauen wir uns doch einfach mal die Kaffeeindustrie an, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie und die Tourismusindustrie. Jährlich werden in der Kaffeeindustrie sage und schreibe 100 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Eine beachtliche Summe, wie ich finde. Und ich denke, von den Menschen, die hier heute auf dem Call sind, in dem Meeting sind, ich glaube, 90% trinken da mindestens einmal eine Tasse Kaffee am Tag. Ja, Frauke winkt schon, ich gehöre auch dazu. So, dann gucken wir uns doch aber mal an, was liefert denn die Nahrungsergänzungsindustrie für einen Umsatz? Und ich denke, jeder weiß es, ja, Nahrungsergänzungsmittel sind in aller Munde, man kann sie überall kaufen. Diese Branche macht einen Jahresumsatz von 225 Milliarden US-Dollar. Warum diese Zahlen wichtig werden, werde ich dir gleich noch auf einer der nächsten Folien zeigen. Aber ich möchte nur dein Verständnis dafür ja schärfen, was jetzt passiert. Denn wir sprechen ja von der Tourismusindustrie, von der Reisebranche, von einer der weltgrößten Industrien schlechthin. Und ich mache das hier mal von der Animation ein bisschen schneller, weil du kannst dir nicht vorstellen, was hier die Tourismusindustrie für einen unglaublichen Umsatz macht. Und ich darf dir sagen, diese Folie ist nicht groß genug, denn nach diesen 6 Balken müssten noch 34 weitere Segmente eingeblendet werden. Das heißt, die Tourismusbranche macht mit allen Segmenten, die ich eben gerade dir gezeigt habe, einen Jahresumsatz. Ich habe diese Zahl vorher, ich konnte es nicht glauben, 10 Billionen US-Dollar im Jahr. Ich habe das hier unten mal in 10.000 Milliarden aufgeschrieben, damit wir das alles in Milliarden dort stehen haben. So, und jetzt springen wir nochmal zurück. Kaffeeindustrie. 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Ich denke, Starbucks kennt jeder. Ein absoluter Riese in diesem Segment. Und jetzt gucke mal, was passiert, wenn meine Technik hier funktioniert. Ja, Starbucks macht unglaubliche 8 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Das heißt, Starbucks holt sich in der Kaffeeindustrie 8% des Gesamtumsatzes. So. Diejenigen, die jetzt noch hier dabei sind und wissen, dass wir über Affiliate-Marketing, über Empfehlungsmarketing sprechen, wissen, dass in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie durchaus auch Empfehlungsmarketing betrieben wird. Und du siehst hier in Rot dargestellt, 63 Milliarden US-Dollar, die durch Empfehlungsmarketing erzeugt werden, produziert werden. Und überlege mal, Nahrungsergänzungsmittel kannst du heute überall kaufen. Ja, du kannst es kaufen in Drogerien, du kannst es kaufen im Einzelhandel, du kaufst es online. Es ist schier überall im Supermarkt, sind Nahrungsergänzungsmittel möglich zu kaufen. Und trotzdem machen Network-Marketing-Unternehmen oder Affiliate-Marketing-Unternehmen knappe 30% Umsatz in diesem Segment. So, und jetzt lass dir mal auf der Zunge zergehen. Es gibt weltweit 3.000 bis 5.000 Network-Marketing- oder Empfehlungsmarketing-Firmen, die sich um diese 63 Milliarden US-Dollar streiten. Machen wir es mal, damit wir es einfacher rechnen können. Sagen wir mal, rund 2.000 Unternehmen machen ihren Job gut. 63 Milliarden durch 2.000 sind wir bei 31,5 Millionen US-Dollar pro Unternehmen im Durchschnitt. Nochmal, 31,5 Millionen im Durchschnitt. So, und jetzt machen wir mal einen Sprung und überlegen mal, was wäre, wenn in der Reiseindustrie Empfehlungsmarketing Einzug halten würde und bei diesem riesigen Umsatz nur 1%, tatsächlich nur 1% durch Affiliate, durch Empfehlungsmarketing an Reisen verkauft würde. Ich darf dir sagen, es gibt aktuell 20 Empfehlungsmarketing-Unternehmen, die sich um unglaubliche 100 Milliarden streiten. Wir sprechen also davon, bei 20 Unternehmen 100 Milliarden, die zur Verfügung stünden, wenn wir nur 1% dieses riesigen Kuchens über Empfehlungen veräußern würden,
dass für jedes Unternehmen nicht 31 Millionen, sondern 5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stehen. Also ich glaube, jeder, der sich jetzt gerade so darüber Gedanken macht, okay, das Thema Empfehlungsgeschäft, das Thema Network-Marketing, Affiliate-Marketing, das hat mich infiziert. Ich kann mir vorstellen, mich damit mal zu beschäftigen. Ja, wenn man diese Zahlen sieht, glaube ich, wäre jeder gut daran beraten, sich für ein Unternehmen in der Reisebranche zu entscheiden. Denn er hat damit eine mehr als 620.000-prozentige Chance, alles richtig gemacht zu haben. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was kann das im Einzelnen eigentlich für dich heißen? Wir haben kurz schon über die Macht des Buddypasses gesprochen. Und wenn du dich jetzt entscheidest, bei Gifu nicht nur Reisemitglied zu werden, sondern ein Affiliate zu werden, dann kannst du diese Provision, die wir ja schon auf diesen Folien gesehen haben, nicht nur in Reisepunkten ansammeln, um andere Reisen zu bezahlen. Nein, du als Affiliate kannst dir dieses Geld tatsächlich Cash auf dein Bankkonto auszahlen lassen. Und jetzt stell dir nur mal vor, dass jeden Monat 5 Leute mit einem Buddypass verreisen oder 10 und die durchschnittliche Einsparung pro Buddypass um die 750 Euro liegen würde, dann denke ich, sprechen diese Zahlen für sich. Ja, vorne in blau immer die Anzahl der Buddypass-Buchungen mal dem Durchschnittseinkommen pro Buddypass-Buchung von 750 Euro. Das sind stattliche Summen und diese Summen sind möglich. So, schauen wir uns mal an. Wir hatten ja vorhin gesagt, ein Travel-Member bekommt 5 Buddypasses jeden Monat. In unseren Affiliate-Stufen gibt es natürlich mehr, weil wir wollen dich ja nicht hemmen. Wir sind nicht von der Umsatzabwehrabteilung, sondern wir wollen dir eine Möglichkeit geben, möglichst vielen Menschen im Monat solch einen Buddypass zur Verfügung zu stellen und sie zu animieren, kräftig Reisen zu buchen über die Plattform von Gifu mit eben dem erstmal halben Nachlass. Was jetzt diese Pakete kosten, kommen wir später noch zu. Erstmal möchte ich dir nämlich noch zeigen, was du davon hast. Und der Gifu Affiliate Plan mit eben dem Reisen, dem Empfehlen und dadurch Geld verdienen, ist wirklich fantastisch, denn von jedem Mitgliedsbeitrag werden bis zu 65% Provision an die Partner ausgeschüttet. Punkt 1 auf dieser Folie, Travel Rewards, das sind die Reisepunkte, die ich eingangs schon erklärt habe. Auch du bekommst sie erstmal gut geschrieben, ja, Buddypass, Nutzer, bucht, du bekommst Punkte gut geschrieben, du kannst aber jeden einzelnen Punkt umwandeln in Dollar beziehungsweise in Euro oder deine Landeswährung. Gucken wir uns aber mal an, was es hier noch für tolle Verdienstmöglichkeiten gibt und da kommt als erstes der First Order Bonus. First Order Bonus heißt, du empfiehlst einen neuen Affiliate, der sich bei Gifu anmeldet, dann bekommst du, je nachdem, was es für ein Paket ist, beziehungsweise wie du gestartet bist, zwischen 20% und 50% auf die erste Bestellung. Das sind 25 bis 285 Dollar, je nachdem, wofür sich ein neuer Partner entscheidet. Dann gibt es den sogenannten 4x-Level-Bonus. Das heißt, du wirst nicht nur auf die Monatsbeiträge deiner eigenen empfohlenen Mitglieder belohnt, sondern auch noch auf deren und auf deren und auf deren. Das heißt, 4 Ebenen tief, ohne dass du dich für irgendetwas qualifizieren musst. In dem Moment, wo du aktiv bist und deinen Mitgliedsbeitrag bezahlst, bekommst du diesen 4x-Level-Bonus ausgezahlt. Und der beträgt, klingt jetzt erstmal gering, beträgt 60 Cent bis 3 Dollar. Überlege nur mal, wie viele Menschen es da draußen gibt, die gerne verreisen. Frag doch mal in der Nachbarschaft, sag mal, verreist du eigentlich gerne? Frag doch mal, sag mal, verreist du in den nächsten 6 Monaten? Hast du da was geplant? Ist gerade was in Planung? Und ich verspreche dir, du bekommst haufenweise ja. Und wenn jetzt die Menschen die Möglichkeit haben, richtig Geld zu sparen durch eine Mitgliedschaft und du bekommst die Belohnung dafür, dass sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, dann ist das ein Fass ohne Boden. Das kann immer größer werden. Ja, und für diejenigen, die es immer größer werden lassen und auch was dafür tun, die werden mit unserer Teambuilding-Provision belohnt und können hier einen 6-stelligen Betrag pro Woche verdienen. Bitte, wir werden niemandem erzählen, werde über Nacht reich. Aber wenn man hier fleißig ist und Affiliates gewinnt, die in der Reiseindustrie ihr neues Zuhause finden, dann ist das eine Summe, die möglich ist. Viele Menschen verdienen hier tatsächlich nach 6-8 Wochen ihre ersten 4-stelligen Summen im Monat. Das kannst du auch. Mit dem nötigen Durchhaltevermögen, mit dem nötigen Fleiß.
Ja, und wenn du anderen gezeigt hast, wie das Ganze funktioniert und dass sie Geld verdienen, dann wirst auch du dafür noch belohnt, indem dir die Firma einen Teil dazu beiträgt, ja, einen finanziellen Teil beiträgt. Du bekommst nämlich einen Anteil an deren Einkommen. Sprich, du hast Menschen das Geschäft empfohlen, du hast Menschen Jifu empfohlen und wirst belohnt, indem du hier zum Beispiel von deinen direkt empfohlenen Partnern 20% auf deren Einkommen verprovisioniert wirst. Verdient also jemand im Monat 4.000 Euro, dann bekommst du 800 Euro als MB-Matching-Bonus. Oder verdient jemand darunter 2.500 Euro im Monat, bekommst du daraus zusätzlich 375. Und jetzt stell dir nur mal vor, du hast 10, 15 Menschen von Jifu erzählt, die das genauso machen wie du, die das genauso machen wie ich, wie die Frauke, ja, wie viele andere, wie der Arjan. Ach, ich möchte sie gar nicht alle aufzählen, die hier schon dabei sind. Aber stell dir nur mal vor, was hier möglich ist, wenn du 10 Ebenen tief vom Einkommen der Partner partizipierst, ohne dass sie etwas abgeben müssen. Ja, und dann gibt's noch den Jetsetter-Bonus, Reise in Zukunft gratis. Denn das Unternehmen Jifu belohnt dich dafür, dass du ein Team aufbaust, nicht nur mit der Teambuilding-Provision, die wir eben gerade gesehen haben, sondern sie zahlen dir auf das, was du als Teambuilding-Provision bekommst, nochmal 15% auf ein separates Sparbuch. Und in dem Moment, wo du deinen Gegenwert in Punkten von 12.000 Dollar erreicht hast, kannst du auf einen Schlag über die 12.000 Dollar verfügen und kannst damit tun und lassen, was du möchtest, solange du es auf der Plattform von Jifu tust. Buche deine nächsten Flüge, deine nächsten Reisen, deine Aktivitäten, Kreuzfahrten oder vielleicht sogar ein Privatjet, völlig egal. Die Grenzen sind nur zwischen deinen Ohren, okay? Ja, und für diejenigen, die richtig Karriere machen wollen, gibt es dann auch ab bestimmten Stufen einen Leaderpool für unsere Direktoren, die Executives oder die Ambassadors. Für jede dieser Stufen wird ein Pool zurechtgelegt. Immer dann, wenn das Unternehmen monatlich mehr als 1 Million Euro Umsatz macht, Entschuldigung, Dollar, wird 1% pro Stufe an die Seite gelegt und alle Menschen, die in der Stufe befindlich sind, teilen sich dann den Pool, der dort drin befindlich ist. Beispiel, 1 Million Euro wurde Umsatz gemacht oder Dollar, nimmt, wie es hier steht, völlig egal. Ja, 1% davon sind 10.000 Dollar. Nehmen wir an, wir haben 5 Direktoren in dem Monat, auf den das zählt, dann teilen sich 5 Direktoren 10.000 Dollar. Jeder bekommt 2.000 Dollar on top. Nächsten Monat genau das gleiche Spiel wieder von vorne. Also auch da ein fantastischer Provisionspunkt, der wirklich Spaß macht, danach zu streben, ihn zu erreichen. Ja, jetzt habe ich dir erzählt, was du davon hast. Jetzt gucken wir uns einfach mal aber auch an, was es denn kostet. Und da gibt es nun verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, verschiedene Startmöglichkeiten hier. Werde ein Silver Affiliate, das ist also wirklich der absolute Anfang, indem du mit einer einmaligen Mitgliedschaft von 100 Dollar startest, jeden Monat 10 Body Passes bekommst, die du verteilen kannst, indem du monatlich 30 Dollar als Mitgliedsbeitrag bezahlst. Du bekommst First Order Bonus in Höhe von 15% auf die Affiliates, die du empfiehlst, sich bei den du empfiehlst, sich bei Jifu anzumelden. Mein Gott, ich muss mal kurz einen Schluck zwischendurch trinken. Ja, also 10 Body Passes, du bekommst einen Zugang zu unserem Marketing-System, du bekommst 300 Travel Reward Credits, Reisepunkte gutgeschrieben, die du auch wieder einsetzen kannst auf der Jifu-Plattform und du bekommst eben 15% auf Neuanmeldungen, die du empfiehlst. Dann gibt es als nächstes die Goldmitgliedschaft, 400 Dollar, 40 Dollar monatlich, 25 Body Passes, auch monatlich 25 Body Passes und 20% First Order Bonus. Und so geht das weiter über das Platinum Affiliate Pack mit 600 Dollar monatlich. 50 Body Passes bekommst du zur Verfügung Monat für Monat für Monat. Und wenn du jetzt nur mal weiterdenkst und du bist fit im Online-Marketing oder betreibst einen Blog, wo du Menschen interaktiv dazu auffordern kannst, Mensch, hier doch mal das auszuprobieren, günstiger zu verreisen. Ich kann dir nur sagen, das ist die Möglichkeit mit dem Platinum-Pack, weil du hier 50 Menschen pro Monat dazu bewegen kannst, tatsächlich bei Jifu Geld zu sparen. Du bekommst 25% auf Affiliates, die sich neu anmelden auf deren erste Bestellung. Und du bist auch schon auf das Einkommen deiner direkten Partner in der ersten oder zweiten Ebene vorqualifiziert für 6 Monate. Ja,
Aber die Königsdisziplin ist unser Diamond Affiliate Pack. Hier bekommst du als Blog-Profi, als Network-Profi, als Affiliate-Profi jeden Monat 100 Bodypasses. 100 Möglichkeiten, dass Menschen verreisen, 6 Monate lang, so oft sie wollen, 50% deren Ersparnis für dich als Provision. Wenn du das im Kopf nur mal hochskalierst, was da für Musik drin steckt, wenn du wirklich aktiv bist und die Bodypasses verteilst, genial. Du bekommst den höchsten First-Order-Bonus mit 30% auf neue Anmeldungen bei Jifu und du bist vorqualifiziert für die Stufen 1, 2, 3 und 4 unterhalb deiner eigenen Organisation 4 Stufen auf das Einkommen aus der Teambuilding-Provision deiner Partner, deren Partner der 3. und 4. Ebene. Zusammenfassend kann man sagen, 4 fantastische Pakete, mit denen du starten kannst, Silver Affiliate, Gold Affiliate, Platinum Affiliate, Diamond Affiliate Pack. Sprich jetzt bitte nach diesem Meeting mit der Person, die dich eingeladen hat und triff für dich die richtige Entscheidung. Komm mit an Bord, werde ein Teil bei Jifu, habe mit uns zukünftig eine gute Zeit. Ich kann dich nur einladen, nimm die einzige Ressource, die uns Menschen unendlich zur Verfügung steht und das ist Mut. Sei einfach mit dabei, ein Teil von Jifu zu werden, wenn wir Mitte Mai den offiziellen Weltstart mit einem tollen Event in Boise, Idaho feiern werden, wirst du schon dabei sein. Wenn keine Fragen mehr sind im Chat, empfehle ich dir, sprich mit der Person, die dich heute eingeladen hat. Sie wird dir die Fragen so beantworten, wie du es verdient hast. Und wir sehen uns sicherlich am Freitag. Bring einfach 2 Personen mit, denn überlege mal, selbst wenn du jetzt als Silber-Affiliate erstmal loslegst und du hast am Freitag 2 Menschen auf unserem nächsten Meeting dabei, und die würden genauso starten, dann bekommst du die Hälfte als Provision von deren Startgebühr und hast deine Startgebühr schon wieder ins Verdienen gebracht. Also, sei dabei, werde ein Partner von Jifu. Ich freue mich auf Freitag, Freitagabend, 20 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Ladet ein, bringt Menschen mit, seid einfach mit dabei. Ich freue mich auf jeden von euch und wünsche allen eine ganz tolle Woche. Bis dahin, alles Liebe.